Willkommen zurück zu Polargeografie. Das Thema heute ist die Tierwelt und der Lebensraum in der Arktis. Zunächst einmal ein Bild von den Moschusochsen. Ich weiß nicht, ob jemand schon die Moschusochsen mal erlebt hat in der Arktis. Ich habe sie tatsächlich schon mal gesehen, einen einzigen Moschusochsen auf der Taimyr-Halbinsel. Das sind wirklich wunderbare Tiere, die im Winter zu kleinen Gruppen zusammenstehen, um sich warm zu halten, weil sie ja diese extremen Temperaturen durchhalten müssen. Und sie haben unterhalb dieser Oberwolle haben sie eine ganz besondere Wolle, die die wärmste Wolle weltweit ist angeblich. Und diese Wolle ist auch sehr weich. Da gibt es sogar auch, ja, da gibt es Möglichkeiten, auch diese Wolle zu nutzen, wie zum Beispiel für Pullover oder so, zum Stricken. So, aber insgesamt, hier zeige ich noch einmal die Karte der Arktis, der Hocharktis und der niedrigen Arktis. Diese Karte ist von der Conservation of Arctic Flora und Fauna erstellt, die sich mit der Erhaltung der arktischen Artenvielfalt befasst. Und dieses Projekt, also dieses CAF-Projekt, ist auch verantwortlich, die Regierung zu informieren, die Bewohner der Arktis zu informieren. Und es geht darum, Nachhaltigkeit der lebenden Ressourcen der Arktis sicherzustellen. Das heißt, im Folgenden sind die Daten und auch die Kartengrundlagen hauptsächlich von diesem CAF-Projekt genommen. Ja, zusammenfassend, also es gibt sehr, sehr wenig Säugetierarten in der Arktis zum einen. Diese sind hauptsächlich Fische und marine und Meerestiere. Und es gibt sehr viele Vogelarten, vor allem Brutvögel. Es sind einmal Zahlen gezeigt. Dies ist die Anzahl der Landsäugetiere in der Arktis, aufgeteilt nach der Hocharktis und der niedrigen Arktis. Also die Hocharktis, die Low Arctic, die Hocharktis ist rot und die Low Arctic ist in blau gezeigt. Und wir sehen zunächst einmal, dass in der Low Arctic, also in der niedrigen Arktik, gibt es eine sehr viel höhere Anzahl von Spezies insgesamt im Vergleich zur Hocharktis. Das ist klar, weil wir natürlich auch in der niedrigen Arktis sehr viel mehr Vegetation haben, damit Nahrungsgrundlage. Aufgeteilt hier sind auch die Zonen, die wir auch schon besprochen haben in der Polargeografie Teil 1. Die Zonen, hier die geografischen Zonen, wenn man einmal um die Arktis rumzieht, also hier von Alaska bis zum Mackenzie-Delta würde man Richtung Osten ziehen. Man kommt also in der Hudson-Gegend vorbei, hier die kanadische Archipel-Gegend wird separat betrachtet, Ungava-Halbinsel, Grönland, Island, Fennoskandia und Spitzbergen, dann weiter östlich Russland bis zum Ob bis zum Lema, Lena bis zum Kolyma und dann Chukotka und die Wrangel-Inseln. Und dann sind wir schon wieder fast in Alaska. Also was wir hier sehen, ist, dass im Alaska zum Mackenzie-Teil, hier also in West-Nordamerika, gibt es den höchsten Anteil der Spezies. Allgemein nochmal zu sagen, die Anzahl der Landsäugetiere in der Arktis ist sehr viel geringer im Vergleich zum Beispiel zu anderen ökologischen Zonen, so als Vergleich der Amazonas, das Amazonasgebiet hat ungefähr mehr als 430 Spezies, während wir hier nur 40 haben. Also Vergleich dazu, der Amazonas hat eine Größenordnung mehr Spezies als die Arktis. Also hier wird die Anzahl der Meeressäugetiere gezeigt, aufgeteilt an die geografischen Regionen, die wir auch schon im Teil 1 besprochen haben. Wir arbeiten ja in dem Laptevsee, East Siberian See, hier in diesem Teil, der inzwischen ja auch gut bekannt ist durch unsere Forschungsstation, die sich hier befindet. Hier gibt es sehr wenig Spezies von Meeressäugetieren. Die höchsten Anzahl von Meeressäugetieren gibt es hier in der Beringsee und auch hier in den östgrönländischen Teil bzw. in der Barentssee. Diese Abbildung zeigt die Anzahl der Fischarten in der Arktis, aufgeteilt nach den geografischen Basins, wie gerade schon mal gezeigt, zum Beispiel hier die Laptevsee, wo auch unsere Forschungsstation ist in Sibirien, Samoylov, und aufgeteilt dann in diese Seetypen, Seenamen, die wir schon in der ersten Vorlesung hatten, Karasee, Barentssee, Grönländische See, Baffinsee, Beaufortsee, Tschadschitsee und Beringsee. Und was man hier wieder schön sieht, gerade hatten wir das als Balkendiagramm. In der Beringsee gibt es die Hauptanzahl von den Fischarten, ebenfalls gefolgt von der Barentssee und der Norwegian Sea. Die anderen Seen, zum Beispiel die Laptevsee, hat sehr wenig Fischarten. Jetzt kommen wir zu den Vögeln.
Und zwar die Anzahl der Brutvogelarten in der Arktis, aufgeteilt in die niedrige und in die Hocharktis. Im Vergleich zur Hocharktis gibt es natürlich in der niedrigen Arktis sehr viel mehr Vögel. Insbesondere dominiert hier die Anzahl der Schorvögel, das sind die Küstenvögel. Ist aufgeteilt hier nach Gänsen, nach Küstenvögeln, Seevögeln und Landvögeln. In der Low-Arktis gibt es sehr viel mehr Spezies. Das ist immer die Anzahl der gezählten Vögel. Und hier sind jetzt ein paar Beispiele gezeigt von diesen Vögeln, die zu Wasser leben oder auch auf dem Land leben. Hier müssen wir uns vorstellen, dass es ja in der Hocharktis gar keine Bäume gibt. Das heißt, die Vögel brüten auf dem Boden. Dieses Gott gibt es also Nester auf dem Boden. Und wenn man über die Tundra läuft und nicht genau hinguckt, dann hat man öfters so, dass kleine Vögel vor einem herlaufen, weil sie nämlich versuchen, einen zu verwirren. Also da ist das Nest und sie wollen einen versuchen, wegzulocken. Ja, für uns ist das eher unüblich, weil wir vermuten natürlich die Nester auf den Bäumen. Und da es keine Bäume dort gibt, sondern nur flache Sträucher, sind das ganz typisch Bodenbrüter, die sich dort aufhalten. Hier noch ein paar weitere Bilder von Vögeln, die in der niedrigen und hohen Arktis leben bzw. durchziehen. Und die Anzahl, wie gesagt, dieser Küstenvögel ist in der niedrigen Arktis sehr viel höher. Und hier möchte ich nochmal auf einen besonderen Vogel hinweisen. Das ist die Küstenseeschwalbe, die große Distanzen zurücklegt. Und davon zeige ich gleich noch ein besonderes Bild. Ein paar weitere Vögelbilder, die sind alle aufgenommen von einer Kollegin von mir, die sich mit Vögeln sehr gut auskennt und diese auch fotografiert und dokumentiert. Ja, diese Abbildung zeigt die ostatlantische Zugröte von Vögeln. Damit möchte ich auch zeigen, dass wir hier mit der Arktis auch verbunden sind, weil nämlich die Zugrouten in der Arktis über Europa gehen. Gerade diese Zugroute ist für viele Wasservogelarten ein beliebter Ort, also das Wattenmeer hier. Die Vögel migrieren also aus der Arktis in das Wattenmeer und ziehen dann weiter durch hier am Rande von Afrika vorbei bis auf die Südhemisphäre. Das heißt, diese Brutvögel der arktischen Tundra zwischen Nordost-Kanada und Sibirien nutzen ein Netz von Rast- und Überwinterungsgebieten bis nach Nordwesteuropa und West-Südafrika. Das sind wirklich extrem lange Routen, die diese Vögel zurücknehmen. Und wie gesagt, sie nutzen unsere Gegend hier, das Wattenmeer zum Beispiel, Nordsee, als Zufluchtsorte für die zum Auftanken. Und diese Vögel kann man also auch beobachten. Hier gibt es ja auch viele Vogelobservationsstellen, wie zum Beispiel auf Amrum. Und ich finde es immer sehr faszinierend, dass wir in diesem Teil der Arktis arbeiten, hier in Ostsibirien, und dass diese Vögel uns praktisch verknüpfen über diese Zugrouten. Ich möchte auch kurz von einem Forschungsprojekt berichten von Simeon Lisowski. Der war nämlich gerade jetzt in diesem Jahr, also 2021, in Sibirien auf der Forschungsstation Samoilov hier in Ostsibirien, in der Laptivsee. Und sein Ziel ist es eben, diese Zugvögel zu untersuchen in ihrem Gebiet, von wo sie aus starten. Und das sowohl in Bezug auf die Anzahl als auch auf das Artenreichtum. Und das Lena-Delta ist wirklich ganz besonders. Es ist ein Hotspot für diese Zugvögel, sowohl in Bezug auf Anzahl als auch auf Artenreichtum. Also wie wir hier sehen, ist das Lena-Delta hier ein Startpunkt für die Vögel, die praktisch in die ganze Welt fliegen. Und die eine Zugroute habe ich ja schon gezeigt, die an Ostafrika vorbeigeht. Aber es gibt noch sehr viel mehr Zugrouten, teilweise bis nach Australien. Und es ist so, dass Milliarden von Individuen wandern jedes Jahr und transportieren Nährstoffe, Energie, Bakterien, auch Krankheitserreger und Schadstoffe in diese Brutstätten. Das Lena-Delta ist einzigartig in seiner Lage, weil es am oberen Ende mehrere Hauptflugrouten von Zugvögeln ist. Und hier noch ein Beispiel, wie Simeon die Vögel kartiert hat, jetzt auf seinem Aufenthalt in Samoilov, auf unserer Forschungsstation. Also er hat die Nester beobachtet, er hat die Vögel auch hier gefangen und entweder mit Sensoren oder mit Marken versehen, sodass er sie eventuell wiederfinden kann.
und natürlich auch beobachtet hier, was sehr entspannend aussieht. Und er hat also jetzt kurzfristig nach diesem Aufenthalt festgestellt, dass mindestens 27 Vogelarten auf der Insel Samoylov brüten. Also auch hier, diese Insel ist nur 3 Quadratkilometer groß, ist schon eine große Vielfalt von Vogelarten zu finden. Ja, und zuletzt möchte ich noch auf die Küstenseeschwalbe zurückkommen. Die Küstenseeschwalbe ist ein Held, weil sie so große Distanzen zurücklegt, dass sie den Rekord von allem bricht. Also der Reiserekord, der hier gezeigt wird, ist von 4 Küstenseeschwalben gezeigt. Diese Küstenseeschwalben hatten immer Sensoren. Das heißt, man konnte sogenannte Tags, ihren Weg verfolgen. Das sind sehr kleine Sensoren, die entweder am Kopf oder an den Füßen befestigt werden. Und hier wurden 4 von diesen Vögeln getaggt. Und man sieht hier, wie sie starten, also hier in Europa, beziehungsweise hier ja an der Ostseite von Grönland. Alle diese Vögel haben dann hier im Nordatlantik, in diesen sogenannten Staging-Gebieten, erstmal verweilt. Das sind Gebiete, wo sich sehr viele Vogelarten sammeln, essen, trinken, Rastplätze praktisch. Und dann ziehen sie nach Süden. Man sieht diese Flugrouten hier von 3 bis 4 Monaten. Es ist 3 bis 4 Monaten für die Hinreise und dann zurück in 40 Tagen. Also hier ist die Hinreise gezeigt und die Rückreise hier dann zum Beispiel hier folgt innerhalb kurzer Zeit. Das sind riesige Distanzen, die zurückgelegt werden für diese kleinen Vögelarten. Vergleichbar hier die längste Route hier ist gezeigt ein The World's Longest Continental Flight, der von Auckland bis nach Dubai geht. Also selbst der längste Flug, durchgehende Flug, der vorne ist, ist kürzer als die Flugrouten der Vögel. Kommen wir zu weiteren Tieren, Lebewesen. Hier möchte ich auf die Eisbärenpopulation eingehen. Eisbären sind sehr beeindruckende Tiere. Ich habe sie selbst schon erlebt, mehrmals in der Arktis. Wir müssen ja auch immer dieses Schießtraining machen, um uns im Notfall dann auch verteidigen zu können. Und es ist wirklich beeindruckend, wenn ein Bär an einem vorbeizieht. Leider ist es so, dass die Bärenpopulation sich überall verringert. Hier sind einmal die Anzahl der Bären gezeigt, wieder aufgeteilt in diese unterschiedlichen Regionen, die wir inzwischen kennen, Laptevsee, Karasee zum Beispiel. Und die höchste Population hier, das ist Southern Hudson Bay, die mit 950 Bären beziffert wird. Die ist auch, hier steht stabile Population, aber wir wissen inzwischen, dass auch diese sich verringert. Weitgehend ist es so, dass wir entweder sehr wenig wissen über die Population oder dass sie sich auch verringern. Die meisten Populationen werden kleiner. Und hier ist ein besonders spezielles Bild von einer Fotografin, Esther Howard, die auf der Mosaik-Expedition die professionellen Bilder gemacht hat. Und mit diesem Bild hat sie auch einen großen Preis gewonnen, den World Press Award. Dieses Bild wurde also aufgenommen 2019 in der Mitte von dem Arktischen Ozean auf dem Meereis. Also dieses Schiff, die Polarstern war ja die Plattform für die Forscher. Und aus diesem Schiff heraus wurde dieses Bild gemacht von diesen beiden Bären, die also in der Mitte, in der Polarnacht, in der Mitte auf dem Eis hier die beiden Stangen erkunden. Als nächstes möchte ich die Lemminge zeigen. Lemminge sind sehr niedliche Tiere. Man sieht hier so ein Bild von ihnen. Auch in Sibirien finden wir sie. Wir haben da einen Steg, der uns zu unseren Forschungsfeldern führt. Und unter diesem Steg leben diese Lemminge. Und wenn man an diesem Steg entlang lehnt, dann quietscht es die ganze Zeit, weil sie dann aus diesem Steg rauskommen. Und diese Lemminge sind also sehr niedlich. Was wir beobachten von Forschungsstudien, also hier ist die Anzahl der gefangenen Lemminge aufgezeigt auf die Jahre, also die zeitliche Entwicklung. Und was wir sehen ist, dass die Lemming-Populationen sogenannte Zyklen haben. Also die Zyklen sind so circa alle 3 bis 4 Jahre. Das heißt, hier findet eine starke Vermehrung statt und dann wird wieder findet wieder ein Abfall statt und dieses passiert mit regelmäßigen Zyklen. Andere Rodents haben auch einen Zyklus, der ist aber nicht so ausgeprägt hier wie bei den Lemmingen. Was wir wissen ist, dass die
dass die Dezimierung der Lemmings, also die Abnahme der Lemmings, damit zusammenhängt, dass das Futter reduziert wird. Zum Beispiel das Futter, das Moos wird knapp und kann sich nicht regenerieren, dass auch die Fressfeinde sich stark vermehren, zum Beispiel die Vögel, die die Lemminge fressen. Und dann können sich die Lemminge weniger stark fortpflanzen, wenn die Besiedlung auch zu dicht wird. Und damit bricht die Population ein und es erholt sich dann wieder, wenn diese Food-Ressourcen wieder mehr werden, wenn die Lemminge essen, wenn die weniger werden, dann werden die Lemminge auch wieder mehr. Also das ist ein Zyklus, der aus vielen Faktoren besteht. Und es sind in dem Fall also nicht die Lemminge, die sich von irgendwelchen Küsten stürzen, sondern das sind natürliche Faktoren. Und einer von diesen Faktoren ist auch der Schnee. Schnee hat eine große Bedeutung für die Lemminge, weil nämlich dieser Schnee die Lemminge vor der Kälte isoliert. Wir haben ja gelernt, dass der Schnee bis zu 90% Luft innehaben kann. Das heißt, stärker isoliert als ein Glasfaserkabel. Das heißt, der Schnee isoliert, bereitet eine Wärme, bereitet auch physikalischen Schutz, zum Beispiel vor Polarfüchsen und Schneeeulen, welches ja die Räuber sind, die Lemminge essen. Die Lemminge unterm Schnee haben diesen Schutz. Das heißt, dieser Lebensraum besteht, solange ich den Schnee habe. Wenn der Schnee jetzt zurückgeht, dünner wird oder dichter wird, dann ändere ich diesen Lebensraum und dementsprechend ändert sich auch die Lemming-Population. Es gibt ja auch Studien wie zum Beispiel das Schneewasser, das ist dieser Snow Liquid Water Index, mit dem Winterverhalten, also hier dem Winterwachstum der Lemminge zusammenhängt. Und es ist klar, es besteht ein Zusammenhang, also wenn ich nasseren Schnee habe, beziehungsweise Schnee mit weniger Schnee, dann bekomme ich einen direkten Einfluss auf diese Lemming-Population. Die Lemminge pflanzen sich auch unterm Schnee fort. Wie gesagt, es ist im Winter, sie sind dort geschützt. Das heißt, im Winter hätte man, wenn man im Schnee ein Loch gräbt in diesen Lemminggebieten, würde man Nester von kleinen Lemmingbabys finden. Dies ist der Schutz vor den Predators, also vor den Füchsen und vor den Eulen. Kommen wir zu den Rentieren. Rentiere, die offiziell Wrangifer genannt werden, und das ist die Rentiere und Karibus, sind eigentlich dieselbe Art, Wrangifer tarandus. Aber es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den beiden. Karibus sind große, wilde, elchartige Tiere, die im nördlichen Nordamerika und in Grönland vorkommen und nie domestiziert worden sind. Und Rentiere sind etwas kleiner und wurden vor etwa 2000 Jahren im Norden Eurasiens domestiziert. Es gibt noch einige wilde Rentierpopulationen in Eurasien, aber sie sind vor allem als Haustiere bekannt. Heute werden noch Rentiere von vielen arktischen Völkern in Europa und Asien gezüchtet, da sie für Wirtschaft, für Transport, für Nahrung, Kleidung, Unterkunft eine wichtige Rolle spielen. Und dieses Bild zeigt jetzt also die Rentiere und Karibu-Herden über die Arktis verteilt. Es gibt ungefähr 62 unterschiedliche Herden, also sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Herden. Hier die Svalbard-Herde, die ich auch kenne, die wir immer sehen, weil wir dort arbeiten, die uns auch teilweise die Instrumente kaputt machen. Und auch die nächstgrößere Herde, die ich schon gesehen habe, ist die Taimyr-Herde. Also das ist tatsächlich die größte Herde, die auf der Taimyr-Halbinsel lebt. Taimyr-Halbinsel ist diese Insel hier. Das ist auch die größte Herde, also Nummer 40. Ja. Dies zeigt, die Abbildung zeigt die Anzahl der in Millionen von Tieren, von wilden Rentieren. Und hier aufgeteilt nach Region Kanada, Russland, Alaska und Grönland. Und eindeutig hat Kanada die größte Anzahl von Tieren, von Rentieren. Aber auch, wie man hier sieht, der Anteil oder die Anzahl ist sehr stark zurückgegangen von dem, was einmal der Peak war, bis zu den zurzeit herrschenden Zahlen. Das kann man auch hier nochmal sehen, wenn man sich den Verlauf der Rentiere zeitlich anguckt. Das ist von einem Projekt, das heißt The Circumarctic Wrangifer Monitoring and Assessment Network.
Es finden immer diese Rentierzahlungen statt. Es gibt auch inzwischen sehr viele Tiere, die auch diese Tags haben, also markiert werden und beobachtet werden können. Hier gezeigt ist die Populationsgröße. Und hier einmal das Beispiel, diese Taimir-Herde, die größte Herde, die vorliegt, die bis 2000 gewachsen ist und dann aber abnimmt. Oder auch hier die Herde am George River, die auch stark abnimmt. Zusammenfassend noch einmal die Fallstudie für Sibirien möchte ich zeigen. Sibirien, weil wir dort ja auch regelmäßig arbeiten. Hier in der Tundra gibt es 26 Säugetierarten, ungefähr 74 Brutvogelarten. In der Waldtundra gibt es 42 Säugetierarten und mehr als 50 Fischarten in Flüssen, Seen und Küstengewässern. Als Beispiele hier sind genannt, was wir dort finden und auch eigentlich oft sehen. Polarfüchse, Polarbären, Rentiere, Lemminge, dann Kraniche, Schneeeulen und Ptarmigans. Ptarmigans sind Schneegänse. Vieles von dieser Tierwelt ist natürlich auch die Nahrungsgrundlage. Also es ist eine wertvolle Ressource dort für die Leute, die dort leben. Und zum Beispiel wird die Jagd zum Lebensunterhalt genutzt. Wilde Rentiere, Hirsche, Hasen und so weiter werden gejagt. Es werden auch die Felle verkauft, wie zum Beispiel hier vom arktischen Fuchs oder vom Wolf. Dieses Fell kann man teuer verkaufen, immer noch. Ja. In Jakutien wird sehr viel Fisch gefangen und dieser Fisch wird auch in ganz Russland verkauft. Also wenn wir zurückfliegen aus Jakutien, aus unseren Forschungsstandorten, sind immer riesige Kisten mit gefrorenem Fisch an Bord. Natürlich wird auch die Rentiere genutzt. Also dieses Reindeer-Herding ist nicht nur zum Transport, aber auch als Fleisch oder als für Kleidung wird das verwendet. Und natürlich werden Beeren, Pilze oder auch medizinische Pflanzen gesammelt. Also das sind alles Ressourcen, die dort durch die Fauna und Flora zur Verfügung gestellt werden. Und hier noch ein Beispiel von den Evenki und die Iveni, die seit mehr als 2000 bis 3000 Jahren diese Rentiere nutzen für die Nahrungsbereitstellung, also Fleisch, Milch, aber auch Medizin. Dann auch die Kleidung aus denen herstellen oder die Zelte, die sogenannten Yurts Transportation. Also dort werden auch Schlitten hinten dran gebunden. In sowjetischen Zeiten war die Anzahl dieser domestizierten Rentiere ungefähr 380.000, während diese Zahl sich deutlich verringert hat im Vergleich zu den letzten Jahren. Ja, auch hier gibt es viele Herausforderungen für den Erhalt dieser Rentierpopulation. Denn zum Beispiel werden die Winter wärmer und auch der Schnee ändert sich. Das heißt, wenn wir den Schnee ändern, wie auch bei den Lemmingen, hat das dann Auswirkungen auf die Rentierpopulation. Zum Beispiel können sie dieses Gras oder die Tundra nicht mehr so einfach erreichen. Es hat zum Beispiel in den letzten Jahren öfters gab es diese sogenannten Regen-auf-Schnee-Events, die es früher eigentlich sehr selten gab, wo Schnee innerhalb von kurzer Zeit dann kompaktiert wird oder sich sogar Eisschichten bilden. Und dementsprechend kann ein Rentier nicht mehr mit den Hufen durch den Schnee graben. Es passiert insbesondere auch auf Spitzbergen. Und sie verhungern dann einfach. Das heißt, diese Änderung der physikalischen Bedingungen ändert auch die Lebensgrundlagen dieser Rentiere. Sie finden kein Futter mehr. Auch werden die Flüsse früher eisfrei. Die Flüsse werden ja auch als Brücken benutzt, wenn sie zugefroren sind. Und somit haben sich auch die Routen der Rentiere geändert. Und hier wurde eine Befragung durchgeführt über diese Sundrun-Herde in Kolyma. Und die Leute, die dort wohnen, haben mit größer als 72% zugestimmt, dass sich diese Routen der Rentiere drastisch geändert haben. Ja, Wölfe sind natürlich auch die Feinde der Rentiere. Ja, die Lebensgrundlage wird geändert dadurch, dass wir auch den Lebensraum weiter bebauen, entweder durch Exploration, wie zum Beispiel Öl, oder einfach durch Human Settlements. Ja, zuletzt zum Fisch. Fisch ist eine ganz große Bedeutung, gerade auch in Sibirien. Wie ich schon erwähnt habe, wir sitzen immer im Fisch, in einem Fischtransporter oder, wie ich schon einmal erwähnt habe, wird mit unseren Flugzeugen auch immer Fisch transportiert. Und wenn man irgendwo hinkommt in Jakutien und zum Essen eingeladen wird, gibt es eigentlich immer Fisch. Hier ein Beispiel von einem Fischcamp an einem See und in Jakutien.
Und hier wurde gefragt, die Leute dort gefragt, was ist ihre persönliche Bedeutung von Fischen? Mit Fragen zum Beispiel wie, Fisch ist ein guter Weg, um sich zu sozialisieren, oder Fish is a very important food source for my family. Und hier kann man sehen, mit den dunklen Farben, dunkelschwarz, dass sie immer stark zugestimmt wird, und weiß ist eine strongly disagree, also es wird nicht zugestimmt. Und in allen diesen Fragen, die hier gestellt werden, in dem Fisch eine zentrale Rolle spielt, wurde fast immer gesagt, dass das Fisch sehr wertvoll ist und dass Fisch absolut notwendig ist, um dieses Socializing durchzuführen. Also es ist nicht nur eine Lebensgrundlage zum Essen, sondern es ist weitaus mehr. Fishing is being in harmony with nature. Als letzte Folie jetzt die neuen Herausforderungen, die sich auch für dieses Zusammenspiel zwischen Fisch und Mensch ergeben, ist auch durch den veränderten Lebensraum. Zum Beispiel gibt es andere Wasserstände, höhere Wasserstände, unterschiedliche Wasserabläufe und erhöhte Wassertemperaturen. Dies ändert die Fischbestände. Das heißt, auch hier ändern die Fische ihre Migrationsraten. Es gibt einen deutlichen Rückgang der gefangenen Fische und neue politische Regulierungen auch zum Fischfang. Also wir zum Beispiel, wenn wir in unseren Forschungscamps sind, wir dürfen Fische überhaupt nicht fangen. Das dürfen wirklich nur ganz, ganz wenige Leute, die auch dafür bestimmte Genehmigungen haben. Also es gibt starke Einschränkungen inzwischen, und es gibt natürlich auch die natürlichen Feinde, aber Bären, die auch die Fische machen, aber inzwischen auch die Netze zerstören.